einen ganz magischen Magnetismus in dir entwickeln, der dann genau die Leute anzieht, die eben zu dir passen, die zu dir gehören, die dich feiern, wenn du auf die nächste Stufe gehst. Und das macht doch wahrhaft Freude. Heute ein Video mit Motorsäge. Man hört's. Die Menschen sind fleißig, die Menschen bauen sich was auf. Da entsteht etwas. Wow! Und genau da sind wir schon beim Thema. Direkte Frage heute an dich. Was möchtest du dir aufbauen? Wohin möchtest du gerne? Und gleichzeitig noch eine Frage. Was machst du den ganzen Tag? Was machst du die Woche? Was machst du das Monat? Was meine ich damit? Wenn wir jeden Tag komplett durchgestylt haben mit Terminen, mit Dingen, die wir machen wollen, dies und jenes und das auch noch und wir schaffen es gerade noch und am Abend sind wir todmüde und fallen ins Bett. Was passiert da? Wir haben einiges geschafft, stimmt. Wichtig allerdings, was haben wir nicht getan? Wir haben keinen Raum geschaffen für einfach zu sein, in der Stille zu sein, ruhig zu sein. Und wenn du durchstarten möchtest, wenn du auf die nächste Stufe gehen möchtest, wenn du große Schritte machen möchtest in deiner Entwicklung oder mit deinem Business, dann brauchst du Kreativität, die durch dich hindurchfließt. Kreativität und Inspirationen, die von außen kommen, aber auch die von dir von innen herauskommen. Denn die willst du haben oder die brauchst du damit du ein Feld aufbauen kannst, um zum Beispiel Reichweite zu gewinnen oder produktive Inhalte nach außen zu geben, die eben begeistern und faszinieren. Und das ist nur möglich, wenn wir diesen Raum schaffen, diesen heiligen Raum des Sein, des Nichttun, des Ruhigwerden, des da oben ist Ruhe. Alles fließt einfach durch mich hindurch. Kreativität und Inspiration. Und genau das ist eben wichtig. Schau genau darauf, dass du eben genug Zeit für dich hast, zu sein, blöd zu schauen, einfach da zu sein. Und dann wirst du merken, dann fängt das an zu fließen und du kannst dann diese innere Fülle nach außen geben und entweder Content aufbauen oder eben die Menschen begeistern und einen ganz magischen Magnetismus in dir entwickeln, der dann genau die Leute anzieht, die eben zu dir passen, die zu dir gehören, die dich feiern, wenn du auf die nächste Stufe gehst. Und das macht doch wahrhaft Freude. Das war's. Ich wünsche dir genau das. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!